Willkommen zurück zu Project Zomboid. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play das Kaninchen und wir werden ein... Ach, wir können nicht, weil wir keine Säge dabei haben. Wir werden jetzt eine Säge nehmen. Wir werden den Wooden Sheet nehmen. Ein wenig schneller, bitte. Dann werden wir... Dann werden wir das Brett natürlich noch mitnehmen. So, dann werden wir hier raus ein Brett sägen. Wir brauchen 8, also muss ich 3 zersägen. Okay. Wieso packst du den nicht in die Tasche? Naja. Und dann nimm... Achso, warten noch, bis es wirklich... So, und jetzt nimm alles. Gut, so. Und jetzt... Und jetzt, und jetzt, und jetzt... Bauen wir... Bauen wir... Na! Oh, es ist wieder so eine... Haben wir unseren Wending Stand, der garantiert irgendwo auf dem Boden rumliegt. Nicht? Habe ich den in der Tasche? Hä? Okay, wir müssen uns erstmal hinlegen. Ich glaube, das wird sonst hier nichts mehr. Für heute. Vorher machst du gerade. Ich glaube, weil ich mich bewegt habe, hat das abgebrochen. Und dann... Und es ist schon wieder kalt. Nachts ist es jetzt immer kalt. Finde ich aber auch interessant. Finde ich schön, dass das sich ändert. Hoffentlich stirbt unser Baum nicht. Der hängt so ein bisschen schief. So. Ich möchte den hier. Das ist doch gerade hier. Ich möchte... Das ist ein Pixel. Okay. Das Problem ist, ich habe keinen Platz, um die... Nein, ist ein Pixel. Ich habe keinen Platz, um die ganzen Sachen mir einzupacken. Ne, das ist halt das Problem. Alter. Und ich kann die auch nicht damit hinlegen, weil kein Platz mehr ist. Nehmen. Und nehmen. Mal gucken, ob ich die in die Tasche kriege. Natürlich nicht. Aber jetzt können wir den anderen Wooden Sheet damit hinlegen. Wir können jetzt den Wooden Beam rausnehmen. Meine Güte. So viel hin und her. So, und jetzt können wir unseren Wending Stand basteln. Der da unglaublich gut steht. Wie viel wiegt der? Auch nur 10. Alles, was ich hier herstelle, wiegt immer 10. So, warte mal, den stellen wir mal draußen hin. Der kommt hier vor die Tür. Der kommt hier so hin. Hier, hier ist ein guter Platz. Hier so. Hier ist ein schöner Platz. Nee, warte mal. Hier, hier. Hier hinter dem... Vor dem... Kann ich den... Muss ich den aufstellen? Nein. Sehr gut. Der war einfach... Nee, warte. Der steht da noch nicht gut. Der muss ein Stück weiter nach vorne. Damit es schön aussieht. Muss ja auch schön aussehen. So sieht es perfekt aus. Dann kann ich jetzt was... Warte mal, ich kann den doch jetzt hier irgendwie... Warte mal, ich muss mal...
So. Vending Stand. Upgrade. Vending Stand. Dafür bräuchte ich eine Säge und ein Tarp. Woher kriege ich das Tarp und brauche... Das habe ich. Das Tarp müsste ich finden. Okay. Und mit einer Gold... Kann ich nur Pottery Vendor machen? Scheinbar. Einer Goldmünze und einem Pottery Textbook kann ich daraus jetzt... Was kann ich denn eigentlich mit dem... Upgradeten Vending Stand machen? Okay, keine Ahnung. Aber ich brauche ein Pottery Textbook und eine Goldmünze. Haben wir eine Goldmünze? Brauche ich? Warte mal, es müsste doch hier stehen irgendwo. Warte mal, unter was fällt das? Lass mal ganz kurz gucken. Leisure. Leisure. Da. Play with. Play. Shoot, unbox. Nice. Das müsste aber hier eigentlich sein. Feed Head. Open Gift. Play Chest. Play Music. Play. Nochmal Play. Ganz viel Play. Mann, wie viele Actionfiguren es hier gibt. Und Spielzeuge und... Es steht auch, dass ich es eigentlich nicht für ein Buch lernen muss. Ich kann Käfer. Wow. Gut, was habe ich davon, wenn ich jetzt so einen Käfer in... Naja, hier. Tennisball im Container. Remove. Shoot. Das wundert mich gerade. Hä? Ist das vielleicht gar nicht mehr bei... Ist das vielleicht jetzt bei Pottery, weil das... Nee. Warte mal, also ich brauche ein Pottery-Textbook. Davon dürften wir mehr als genug haben. So, gucken wir mal. Also, stellen wir uns mal ganz kurz um, dass ich da 3 sehe. Genau. Pottery-Textbook. Take one. So. Jetzt gucken wir noch nach einer... Goldcoin. Wenn wir hier irgendwo unsere Münzen halten, Dollar, ein Penny. Upcap. Ha. Das ist ja mal seltsam. Wie mache ich das? Wo kriege ich eine Goldcoin her? Zeig mal, warte mal ganz kurz. Muss ich pressen? Wie presse ich denn? Brauche ein Goldingot. Natürlich. Und eine Coinpresse. Dafür brauche ich ein Anvil. Alter, das ist so ein Kettensystem hier. Meine Güte, komm mal klar. Nein, nicht wenn. Wenn, aber auch nicht. Ist das vielleicht jetzt unter General? Wenn. Auch nicht. Wenn. Das ist ja der Upgegradete. Da brauche ich eine Plane für. Ach, was weiß ich. Gut, wir haben auf jeden Fall noch viel Spaß gehabt. Ah, war schon. Da schreien sie schon wieder fleißig vor sich hin. Ach, schade, dass ich da jetzt nichts Nützliches... Ich hätte gerne was Nützliches mal langsam hier irgendwo. Was, wo ich auch sage, boah, jetzt mach ich. Jetzt wird's. Ich brauche Clay. Dann brauche ich also Clay. Okay.
Dann kann ich hier nämlich noch ein paar Sachen... Habe ich kein Essen mehr? Tja, schade, dass das jetzt alles so ein bisschen, ich möchte nicht sagen nutzlos war, es waren ja, wir haben ja Dinge damit gelernt und so, aber es war nutzlos. War nicht produktiv. Sagen wir es eher so. Ich hätte gern was Produktives gemacht. Aber naja. Wie dem auch sei. Wir müssen jetzt mal was essen. Kochen wir wieder was? Wir kochen diesmal... Oh Gott, ich muss mal ganz kurz gucken, ob hier nicht irgendwie was Schlechtes. Nicht, dass ich jetzt hier was Schlechtes draus mache. So, da kommt Avocado rein. Und Tomaten. Und Pfeffer. Nein, wir haben noch Avocado schon drin. Ich wollte Pfeffer. Große Güte. Übertreib's nicht mit Avocado. So. Und jetzt... Kommt das dahin? Angemacht. Schade, schade, schade. So, der Pfeffer. Pfeffer kommt hier wieder rein. Das ist echt doof. Das stört mich. Wir haben jetzt so viel Holz hier verarbeitet, ohne Nutzen zu haben davon. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir wirklich nicht. Wir haben noch so viel anderen Kram, den wir noch nicht mal ansatzweise irgendwie entdeckt haben. Wo man hätte sagen können, ich meine, ich kann eine Stille Steam Machine. Die müsste ich zum Beispiel irgendwann nochmal bauen, aber für eine Thermokappe, wo ich auch immer das herbekomme. Metal Barrel, Schrauben, Rohren, Rohren, genau. Rohre, Gästank, das, die drei Sachen habe ich. Lagerfeuermaterialien kann ich, glaube ich, auch herstellen. Woodbeams, Bretter, Steelpipe, Rohr und Schraube. Wir haben nichts davon, glaube ich. Wir haben ein Rohr? Oh, ein Rohr. Geil. Ein Rohr, Aluminium. Eine Steelpipe? Geil. Eine ganze Steelpipe. Ja. Geil, oder? Hier ist ja nur der Stromkram. Das ist so krass. Das ist so krass. Wie riesig lang diese Entwicklungsketten sind, die man da hat. Die man da beachten muss. Was bringt das nicht? Unglücklichkeit auch weg hier? Naja, dann halt nicht. So, damit die sich alle auffüllen. Nein. Ist der Eimer voll? Ist der Topf im Wasser voll? Der ist voll. Okay. Ich möchte nämlich versuchen, die alle nach und nach zu entleeren. Die Regentonnen, damit wir die möglichst gleich immer auch alle voll kriegen. Also, ihr habt ja gesehen, einmal regnen reicht nicht aus, um das zu füllen. Wenn ich jetzt immer wieder nur aus einem schöpfe, bleiben die anderen konstant voll und der eine wird vielleicht niemals komplett voll. Und ich verschwende sozusagen Regenwasser damit. Und wenn ich jetzt aber Wasser aus dem hinteren nehme, der ja jetzt schon randvoll vermutlich ist, sagen wir es mal einfach mal so,
kann ich damit ja... Ich komme nicht an den Rand. Ich komme nicht an den Rand. Geil. Ich habe einen nutzlosen... Oh, schön. Naja, gut. Dann ist der halt nutzlos. Nichts leuchtet. Oh, guck mal, ich kann ernten. Die Landwirtschaft erhöhen. Sehr schön. Bevor wir den Rest ernten, ich müsste den Rest jetzt noch ernten. Oh, das ist doch blöd. Bevor vergeht. Ich müsste jetzt das nächste Landwirtschaftsbuch erstmal lesen. Das ist Landwirtschaft für... Alles dazwischen. Landwirtschaft für... Fortgeschrittene. Nimm einen. Kann ich lesen und gehen gleichzeitig? Nee, das kann er nicht. Er kann ja viel, aber das nicht. So. Ich bin natürlich auch selten dämlich. Müsste mir natürlich auch gleich wieder Sachen zum Anpflanzen holen. Nehmen und dann nehmen wir einfach... Tür für die Nase zugeschlagen, so. Was stand da? Sehr gut bewässert, ah ja. Krass, dass das jetzt schon direkt da steht. So, wo waren wir? Wo ist mein Buch? Da. Lesen! Die werden ja wohl einen Tag aushalten. Die werden ja einen Tag da aushalten, dass wir sie nicht sofort pflücken. Kochen muss ich auch lesen. Sehe ich gerade. Oh Gott, das heißt, es wird erstmal eine Leserunde demnächst geben. Nahrungssuche, ich weiß nicht, ob wir für Nahrungssuche auch ein Buch haben eigentlich. Ich glaube nicht. So, ja, du bist müde. Stehst du schon den ganzen Tag da und... Naja, du stehst da erst seit ein paar Stunden und liest. Gut, ist jetzt nicht das Spannendste, aber... Hey. Hast Hunger? So, das ganze Buch ist ausgelesen. Sehr schön, das heißt, wir haben jetzt hier wieder unseren Bonus von 8-fach. Aber wir kriegen nur Kartoffeln, wenn ich das sehe. Wir kriegen keine Kartoffelsamen. Aber kann ich aus Kartoffeln Kartoffelsamen machen? Nein, kann ich nicht. Graben... Ich meine, eigentlich macht man das doch aber so, oder? Ich nehme doch Kartoffeln, um Kartoffeln anzupflanzen. Hätte ich jetzt so meinem kaninchenhaften Leichtsinn gesagt, dass ich deine Mutter Kartoffel einpflanze, aus der deine neue Pflanze wird. Scheinbar ist dem aber nicht so. Hier hinten. Das ist doof, dass ich da nicht rankomme. Der kann da nicht drüber greifen. Oh, weh, du trinkst das jetzt. Dann hau ich dich. Komm ich rein ins Spiel und hau dich. Wie viel Wasser da reinpasst, ne? In diese Pflanzen. Das finde ich jetzt echt cool, dass hier jetzt direkt, wenn ich mit der Maus drüber gehe, schon was steht. Dazu. Und krass, wie weit wir jetzt schon instant wieder nach dem Ernten sind, ne? Zack. Oh, guck mal. Nein, wie geil. Wir sehen den Wasserstand direkt jetzt auch. Okay, das ist natürlich schön. Das ist geil. Ja, seht ihr?
cool. Das ist cool. Das ist wirklich, wirklich cool. So, den Tropfenwasser. Haben wir die Möglichkeit vielleicht bei Landwirtschaft? Wo ist denn Landwirtschaft? Farming ist da. Kann ich nicht Kartoffelsamen selbst herstellen irgendwie? Harvest, 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 Harvest. Harvest Peanuts, Harvest Potatoes. Potted Potatoes. Und NPK-Dünger. Na toll. Möchte ich aber eigentlich gar nicht. Ich möchte... Open, 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 plan, 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 put und... Nee, geht nicht. Seltsam. Wie mache ich denn die? Mit einem Milch mache ich Mehltau und mit Zigaretten? Ich brauche Zigaretten. Haben wir die überhaupt? Kacke, ich habe die Zigaretten immer nicht mitgenommen. Das kommt davon, wenn man nicht liest. Kartoffeln, eigentlich. Müssen die kühl... Müssen die dunkel und trocken gelagert werden. Und nicht im Kühlschrank. Weil Kühlschrank ist in der Regel feucht. Zwar auch dunkel, aber feucht. Eigentlich. In diesem Spiel ist das vermutlich schon ein bisschen anders. Es regnet sehr schön, das heißt, ich hätte mir das Gießen sparen können, aber unsere Wasservorräte werden auch wieder aufgefüllt. Und... Ich hab schon Ewigkeit nicht mehr nach den Fallen geguckt, ne? Fällt mir gerade ein. Naja, so. Vier Regenwürmer, auch schön. Na? Und das Buch kann hier jetzt wieder rein. Und jetzt war kochen, 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 kochen. Kochen für Anfänger, das sind wir schon drüber hinaus. Kochen für... Nicht mehr ganz so Anfänger. So. Schön, schön, schön. Tomaten. Schön. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Und das heißt, wir müssen dann beim nächsten Mal... Zigaretten mitnehmen und... Was war das andere? Schon wieder vergessen. Schon wieder vergessen, was das andere war, was ich... Milch. Milch. Ach du Scheiße. Milch? Komposthaufen. Theoretisch müsste ich doch aus dem Komposthaufen, wenn ich... Gut, Landwirtschaft 5 ist noch ein bisschen hin. Wenn ich jetzt mal sage, aus einem Komposthaufen kriege ich persönlich Dünger oder Erde. Je nachdem, wie weit man halt geht. Naja. Aber das sind alles Dinge, die wir nicht mehr heute uns anschauen, sondern erst beim nächsten Mal. Uns geht's gesundheitlich immer noch schlecht. Aber naja, passt schon, passt schon. Wir essen mal noch was und füllen damit. Ich möchte ja, wenn ich jetzt demnächst wieder das nächste Mal wieder anfange, möchte ich ja gut vorbereitet sein und das ist nicht. Also ich möchte dem Zukunftskaninchen die Möglichkeit geben, alles machen zu können beziehungsweise nicht irgendwie Probleme zu haben. Deswegen stellen wir uns hier versteckt in den Weihnachtsbaum und dann beim nächsten Mal. Gucken wir weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.